So, guten Tag und herzlich willkommen in die Universitätsbibliothek Belgrad. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. So, Sie haben lange den berühmten serbischen Schriftsteller Dragoslav Mihailović erforscht. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie eben Mihailović erforschen und wie ist diese Forschung bisher erfolgt? Ich habe tatsächlich fast mein halbes Leben mich mit Mihailović beschäftigt. Ich habe hier in Novi Sad studiert, 88, 89. Und dann bin ich über Herrn Professor Egeric bin ich mit Dragoslav Mihailović bekannt geworden und habe dann auch schon das erste Interview gemacht für die Dissertation, die ich damals geschrieben habe. Und von dieser Zeit an habe ich immer wieder Interviews gemacht, sodass insgesamt am Ende vielleicht etwa 40 Stunden Interviews herausgekommen sind. Und aus diesen Interviews ist dann auch eine Biografie dann entstanden, die er eigentlich selber erzählt. Oh, okay. So, und Sie haben auch die Werke von Mihailović übersetzt. Was waren dabei die größten sozusagen Herausforderungen beziehungsweise das größte Vergnügen bei der Übersetzungsarbeit? Also übersetzt ist gewesen, als die Kürbisse blühten, ja, das hat Peter Urban übersetzt. Und Peter Urban hat, ich hatte noch Kontakt, bevor er gestorben ist, und hatte ihn gebeten, ob er vielleicht Petrin Wenerts, der Kranze Petri, übersetzen könnte. Und er hat lange nach einer Lösung gesucht. Und dann auf der Grundlage einer russischen Übersetzung hat er dann eine Lösung gefunden. Es ist jammerschade, dass das nicht zustande gekommen ist. Er ist gestorben. Ich hoffe, dass das jemand anders übernimmt in Zukunft. Ich habe Erzählungen übersetzt, die 12 Erzählungen, die so anthologische Erzählungen sind einerseits, andererseits sind es Erzählungen, die auch eine gewisse Repräsentanz seines Werks darstellen, also von der ersten vom ersten Sammelband Frede Lakunoc, Gute Nacht Fred, bis zu Überleben, Preživljavanje, sind Erzählungen in diesem Buch hier, wie ein Fleck zurückblieb, sind hier eingeschlossen. Die Probleme bei der Übersetzung sind, Dragoslav Mihailović ist ein Autor, der immer wieder in neue Figuren sich nicht nur hineindenkt, sondern ihre Sprache übernimmt. Man hat das oft mit dem Skas verglichen. Es ist ein Skas, wie das in Russland bei Gogol oder Lieskow beispielsweise oder Soschenko der Fall ist. Und eine Herausforderung des Übersetzers ist, diese unterschiedlichen Sprachen in ihrem Ton zu treffen. Und ob das gelungen ist, wie das gelungen ist, das mag jeder Leser, jede Leserin selber entscheiden. Es sind sehr unterschiedliche Sprachen. Also beispielsweise ist es die Sprache einer Analphabetin, ja, die Petria, die in einem Milieu von einfachen Arbeitern auf dem Land, in der Provinz lebt. Oder es ist die Sprache eines Gangleaders, oder es ist die Sprache eines Kindes in Lilika, eines pubertierenden Mädchens, oder es ist die Sprache einer Bäuerin, die eigentlich Analphabetin ist und vom Mann Lesen und Schreiben gelernt hat und nun Zettelchen aus dem Gefängnis wirft im Zweiten Weltkrieg, und diese Zettelchen, die sind in einer Sprache geschrieben, die man knapp verstehen kann. Und das sind natürlich, jedes Mal sind das andere Herausforderungen für die Übersetzung. Es ist aber auch natürlich wunderbar, dem nachzugehen. Es ist wie eine Reise in ein anderes Sprachbewusstsein hinein. Ja, genau. Und ja, Sie haben also Mihailović persönlich kennengelernt und Interviews mit ihm gemacht. Was war für Sie, also außerhalb der wissenschaftlichen Welt und wissenschaftlicher Erfahrung, die bedeutendste Erfahrung aus diesen Gesprächen mit Dragoslav Mihailović? Dragoslav Mihailović ist ein Mensch, der mir ungemein sympathisch ist. Er ist ungemein freundlich, er hat keine Prätensionen. Er ist ein einfacher Mensch geblieben und er
will nichts anderes darstellen, was, als, was er ist. Es ist ungemein angenehm, mit ihm zusammen zu sein. Auch eine riesige Gastfreundschaft, die ich in ihrem Hause erlebt habe. Auch seine Frau, die ebenso gastfreundlich ist. Es ist wirklich eine, ich kann das wohl wirklich sagen, auch eine Freundschaft geworden. Was der Hintergrund ist, das wissen die Götter, ja? aber man kann bestimmt sagen, er hat ein sehr reiches und sehr schwieriges Leben gehabt. Es ist eine Odyssee, die wohl Peter Handke hat darüber geschrieben, dass man, wenn man sich mit ihm vergleicht, nur sozusagen in den Schatten treten kann bei einer solchen Biografie. Kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen, sehr früh verwaist. Der Vater, die Mutter stirbt, als er 1,5 Jahre alt ist, der Vater ist Alkoholiker. Dann kommt die Geschichte mit dem Goli Ottok, dass er auf diese Gefangeneninsel kommt, als er noch nicht 20 Jahre alt ist. Nachher, er muss einen Vertrag schreiben mit dem Geheimdienst, der UTPA, und das plagt ihn ein Leben lang. Er hat davon erzählt, wie ihn das geplagt hat. Und trotzdem hat er dann aber 1967 diesen Oktoberpreis der Stadt Belgrad für den nächsten Sammelband bekommen, um nachher wieder direkt von Tito kritisiert zu werden und wieder etwas in die Opposition zu geraten. Er ist dann zusammen mit Kish, Pekic, Mirko Kovac, ja, steht dann in einer gewissen Opposition. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, Draxler Michailovic ist auch ein Beispiel eines Menschen im vormaligen Jugoslawien, der auch wirklich aus diesen Verhältnissen kommend eine Bildung genossen hat. Mhm. Ich denke, gerade heute, wo das nicht mehr selbstverständlich ist, wo die soziale Herkunft immer eine größere Rolle spielt, muss man das nicht vergessen. Mhm. Ja. Und eben da wollte ich Sie auch noch fragen, was glauben Sie, also Ihres Erachtens, was ist die Lage der Werke von Dragoslav Michailovic heutzutage, also im 21. Jahrhundert? Sind sie nach wie vor so wichtig oder sogar noch wichtiger heutzutage? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir diese Frage tatsächlich auch selbst überlegt. Ich glaube, Dragoslav Michailovic ist einerseits deshalb aktuell geblieben, weil er aus der Sprache herausschreibt. Das heißt, er thematisiert eigentlich Sprachverwendungsweisen. Und das ist etwas, solange die Sprache existiert, werden diese Texte existieren. Andererseits hat er aber auch Themen, die einfach wieder aktuell werden. Also beispielsweise die patriarchale Gesellschaft, die dargestellt wird. Wir sind plötzlich wieder konfrontiert mit einer patriarchalen Gesellschaft. Es gibt so Tendenzen, ja, die in diese Richtung zurückgehen. Oder beispielsweise Kindsmissbrauch, ja, in Lilica. Die Marginalisierung von sozialen Milieus, die Draxler Michailovic thematisiert. Er thematisiert im Grunde genommen diese soziale Margine. Und diese soziale Margine ist etwas, das man meint hat, dass man das vielleicht einmal überwunden hätte, was aber offensichtlich nicht der Fall ist. Was mich ungemein gefreut hat, ist, unlängst hat eine Inszenierung des Kranz der Petria in Zagreb einen bedeutenden Theaterpreis gewonnen. Das heißt, und dieser Theaterpreis, die Begründung ist, gerade die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Das ist vielleicht zunächst einmal überraschend, aber wenn man den Text sich genauer ansieht, dann ist es nicht nur ein historischer Text, sondern es ist ein Text, der aktuell geblieben ist. Ja, und in dieser Hinsicht lässt sich die Literatur von Dragoslav Michailovic mit einigen zeitgenössischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen vergleichen. Und inwiefern? Zeitgenössische Schriftsteller, ich glaube, die Verbindung ist gerade in der Hinwendung zu bestimmten Sprachen. Die Sprache eines Milieus,
die Sprache eines bestimmten Charakters. Und ich glaube, das ist das auch, was ihn aktuell macht, wenn man das, wenn ich das darf, den Vergleich mit der Wittgensteinschen Sprachphilosophie, ja, mit diesen Sprachspielen. Ich glaube, das hat sehr viel mit Draxler Michailowitsch zu tun. Er übernimmt diese Sprache und er leuchtet diese Sprache von innen heraus aus und er wehrt nicht. Das heißt, er übernimmt dieses Wertsystem, das in dieser Sprache gelegen ist. Und wir sind, heute würde man dem sagen, Diskurs. Ja. Das heißt, es gibt unterschiedliche Diskurse, die existieren. Und die Kommunikation zwischen diesen Diskursen ist ein Thema geworden, das heute sehr, sehr aktuell ist. Und ich glaube, gerade diese Konzentriertheit auf die Sprache ist etwas, was bei Dragoslav Michailowitsch bleibt und was auch ein Thema neuerer Autoren ist. Dankeschön. Und Sie haben nicht nur Dragoslav Michailowitsch erforscht, sondern auch andere serbische Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und Sie haben vor kurzem auch ein Buch veröffentlicht über die unterschiedliche serbische Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen? Ja, ich habe mich mit unterschiedlichen Autoren beschäftigt, hauptsächlich, das ist ein Schwergewicht ist bestimmt auf Ivo Andrić und Meša Selimović, die ich noch immer auch in einen breiteren Kontext wanken möchte. Ich habe mich auch teilweise mit zeitgenössischen Autoren beschäftigt, etwa Al-Bahari, Velikic beispielsweise. Und ich beschäftige mich zurzeit mit Borisav Stanković. Ich will ein ähnliches Buch wie über Dragoslav Michailowitsch machen, auch Übersetzung von Erzählungen. Und gleichzeitig beginne ich eine umfangreiche Biografie auch zu schreiben, was wieder ein ganz anderer Kontext ist, ungemein spannend. Und ich hoffe, dass das auch dann den Lesern eine Welt eröffnen wird, die bei uns noch weitgehend unbekannt ist. Man kennt von Borisav Stanković eigentlich nur einen Roman, der etwas archaisch übersetzt ist, und von den Erzählungen ist eigentlich fast nichts vorhanden, obwohl er ein ganz bedeutender serbischer Autor ist, wie auch Dragoslav Michailowitsch. Ja. Und das ist wieder eine sprachliche Herausforderung, weil mit Borisav Stanković ist das auch eine ganz, ganz besondere Sprache. Ja, das ist ein torlakischer Dialekt, ja, das heißt also Vranje. Und ich arbeite natürlich, wie ich auch bei diesem Buch über Dragoslav Michailowitsch gearbeitet habe, ich arbeite mit Informanten zusammen und auch mit Kollegen hier. Ja. Das heißt, wenn ich diesen Rückhalt nicht hätte, dann glaube ich, wäre das auch nicht möglich. Und das ist natürlich auch bei Borisav Stanković der Fall. Ich werde jetzt nächstens Dušan Ivanić treffen, ein großer Kenner des Realismus, und er wird mir vieles über den Kontext erzählen können. Teilweise arbeitet eine Mitarbeiterin über Facebook, und da trifft sich immer wieder jemand, eine Großmutter fragen kann, wie denn das Wort Mantafa oder was auch immer, was denn das damals bedeutet hat in Vranje. So, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit der neuen Übersetzung. Ja, danke Ihnen.